Moin Moin, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich vier Aktien oder halt beziehungsweise Unternehmen mitgebracht, wo man sich die Frage stellen kann oder sollte, lohnt sich jetzt der Einstieg in dieses Unternehmen? Ja, beginnen wir auch gleich mit der ersten Aktie, also beziehungsweise Unternehmen. Das ist JP Morgan, also eine der größten Banken aus der USA. Und ja, was kann man zu JP Morgan sagen? Also da fällt mir auch ein, ich habe ein Buch von JP Morgan. Und zwar, das kann ich auch einmal zeigen, hier vorne ist so eine Biografie. Also das Buch ist eine sehr positive und lesenswerte Biografie eines der mächtigsten Bankiers der USA. Das ist also wie JP Morgan zu dem Mann wurde, als der er auch wirklich bekannt war. Also eine lesenswerte Biografie, die ich auch zu Hause liegen habe, habe ich auch fast durch, kann ich empfehlen. Sehr interessant, also da kann man wirklich mal nachlesen, wie JP Morgan wirklich war. Ja, kommen wir mal zu seinem Unternehmen, JP Morgan. Ja, wie gesagt, es ist eine der mächtigsten Banken in den USA und steht deshalb auch gar nicht mal so schlecht da. Schauen wir uns mal die Gewinne an. Also die Gewinne sehen ja auch jetzt von links nach rechts, also nach rechts oben. Also heißt das, dass der Unternehmen mehr Gewinn macht. Und das habe ich mir notiert. Und zwar, JP Morgan hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6% und eine Dividendendynamik, also die steigern die Dividende jährlich um ca. 14%. Das sind also hier die blauen Balken, die werden halt immer größer und das heißt also, die Dividende wird immer mehr. Man kann sich anschauen, hier letzter Stand, das war 2018. Schauen wir uns mal an. Da lag die Dividende bei knapp 2,50 Dollar und das Jahr davor, da lag die Dividende bei 2,04 Dollar. Und noch ein Jahr davor 1,84 Dollar. Also man sieht, die Dividende wird Jahr pro Jahr immer angehoben und das sind ungefähr jährlich ca. 14%. So, bei den Gewinnen sieht es auch nicht schlecht aus. Auch hier der Gewinn steigert, wird jedes Jahr gesteigert und auch und zwar auch zweistellig, ca. 14% der letzten 5 Jahre, durchschnittlich, also jährlich. 14%, also auch gar nicht mal so übel. Also ist halt eine Bank. So, schauen wir uns mal den Umsatz auch an. Auch der Umsatz ist halt stabil, wächst halt langsam, aber halt fällt nicht ab halt. Und auch die Prognose sieht halt vielversprechend aus. So, also Umsatz auch nicht schlecht. Schauen wir uns jetzt einmal den fairen Wert an. Also wie ist das Unternehmen bewertet? Das schauen wir mal 2018 an. Da wird das, 2017 wollen wir nicht, 2018, da sehen wir, der faire Wert liegt bei 100 US-Dollar. Bei Dividenden kann man sagen bei 104, also um die 100 Dollar und der Kurs beträgt 110. Also das heißt also etwas überbewertet. Dennoch sehe ich da halt ein gewisses Potenzial, wenn man sich die nächsten 2-3 Jahre anschaut. Wenn man sich jetzt mal 2020 mal anschaut, dann würde der faire Wert bei 115 liegen, beziehungsweise knapp 123 im Jahr 2021. Dann würde sich das Investment, was man heute tätigt, natürlich dann unterbewertet sein. Also macht man halt Plus. Ja, und auch die Dividendenrendite liegt, wenn man sehen kann, bei, was ich vorhin auch schon gesagt habe, bei 2,6%. Also nicht im Allzeithoch, aber auch nicht sehr tief. Ist also im Durchschnitt, kann man sagen. Also alles in allem ein sehr interessantes Unternehmen, was man sich durchaus mal anschauen sollte. Ja, schauen wir uns jetzt einmal das zweite Unternehmen an. Ja, da ist das Unternehmen GM Smucker, das habe ich halt mir herausgesucht. Ja, das ist also ein Hersteller von Fruchtaufstrichen, Eiscreme hat es in seinem Portfolio, aber auch Getränke, Erdnussbutter. Alles vorhanden. In Deutschland ist es halt nicht so bekannt, das Unternehmen, aber in den USA ist es einer der bekanntesten Unternehmen. Da haben die ganzen Leute
ich denke mal, 90% in ihren in der Küche oder so auch Produkte von GM Smoker. So, also ein sehr bekanntes Unternehmen in Nordamerika. Ja, schauen wir uns mal auch hier mal die Daten mal genauer an. Und hier werden wir auch direkt feststellen, dass der Gewinn, also die grünen Linien, von links unten nach rechts oben gehen. Also das, wie gesagt, das ist halt ein gutes Zeichen. Also Gewinn wird ist am Steigen. Und auch die Dividende, das sind die blauen Balken, die gehen auch von links unten nach rechts oben. Also auch ein sehr gutes Zeichen. So, was habe ich mir hier notiert? Ich habe mir hier notiert, dass die Dividendendynamik bei 8% liegt, also die Dividende wird jährlich um 8% angehoben und die Dividendenrendite derzeit beträgt 3,1%, also ist das halt in Ordnung, also 3,1% kann man halt nicht meckern. So, und dann schauen wir uns mal den Gewinn an und der Gewinn ist hier natürlich durch den letzten Jahr natürlich etwas höher, fällt er aus. Im Schnitt sind das ungefähr 10%, 12% kann man sagen, also im letzten Jahr durch diese hohe Gewinn 2018, durch die Steuerreform, hat er halt einen durchschnittlich um 17% der letzten 5 Jahre gemacht. Aber man kann sagen, also er hat einen gesunden Wachstum von ca. 10% an Gewinn. Das ist also auch halt schon sehr gut und beachtlich. Und auch die Prognose sieht dementsprechend gar nicht mal so schlecht aus. So. Schauen wir uns jetzt mal die Umsätze mal auch an. Auch hier sieht man, die Umsätze wachsen ordentlich. Das ist auch also nicht zu vernachlässigen. So, dann schauen wir uns einmal die Bewertung mal an. Schauen wir mal uns, wo sich das Unternehmen befindet. So, dann nehme ich mal den letzten Stand. So, da sehen wir, dass die Fair-Bewertung bei 165 US-Dollar liegt und der Kurs sich bei 104, 105 bewegt. Also man sieht, das ist eine wirklich starke Unterbewertung. Das sind bestimmt von 160, 150 auf 104, sind vermutlich doch so 60%, 50-60% ist er doch schon unterbewertet. Also kann man sich hier wirklich mal überlegen, ob sich hier nicht ein Einstieg lohnen würde. Wenn man sich ja, die nächsten Jahre wird sich das, soll das halt, dass der faire Wert sich auf 110, 120 wieder halt stabilisieren. Dennoch ist es halt ein Unternehmen, was natürlich sehr interessant ist. Ja, und ist halt nicht zyklisch. Es ist halt ein Lebensmittelhersteller und die Leute brauchen halt Lebensmittel, egal in welcher Lage. So, das war das zweite Unternehmen. Schauen wir uns jetzt mal das dritte Unternehmen an. Ja, das dritte Unternehmen, das ist auch aus einer anderen Branche und zwar aus der Telekommunikationsbranche. Das ist Verizon. Ja, wenn wahrscheinlich die meisten auch kennen, ist also ein bekannter Dividendenzahler. Ja, Verizon ist ein US-amerikanischer Telekommunikationskonzern und ja, es ist ein weltweit führender Telekommunikationsanbieter in den Bereichen Mobil, Funk, Internet, aber auch Festnetz. So, schauen wir uns auch hier mal die Daten genauer an. Und zwar habe ich mir hier notiert, die Dividendenrendite beträgt derzeit auf den jetzigen Kurs 4,4%, also auch beachtlich. Nicht so hoch wie natürlich sein Konkurrent AT&T, aber dennoch halt interessant. Ja, dann habe ich mir notiert, die Dividendendynamik beträgt circa 2%, also nicht extrem hoch. Da können wir uns auch mal die Sache mal anschauen. Und zwar haben wir 2018 eine Dividende von 2,37 $ erhalten und das Jahr davor 2,32 $. Also wirklich nur 5 US-Dollar Cent mehr. Also nicht sehr viel und dementsprechend sind es halt nur 2% Anhebung gewesen. So, davor waren es 2,27 $, also auch kein großer Sprung. Also wirklich nur einige Cent, Dollar werden halt immer angehoben. Dennoch ist es halt ein konstanter Dividendenzahler, der zahlt schon seit Jahren eine Dividende. Und der hat natürlich auch mit seinen Ausschüttungen von hier knapp 70% oder in diesem Jahr hatten wir 65% knapp, also ist immer noch ein bisschen Luft nach oben vorhanden. Ja,
was können wir sagen? Also den Umsatz sieht auch nicht schlecht aus. Seit 2005 ist der halt stark angewachsen, stagniert seit 3, 4 Jahren etwas und hat jetzt, ich glaube, meine ich 2017 auch die Yahoo Finanz, glaube ich, in den USA für knapp 5 Milliarden US-Dollar gekauft. Das war 2017. Damit wollen sie sich halt in der Branche Internet ein bisschen halt weiter wachsen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Haben sie ja jetzt seit knapp über einem Jahr erst. Ja, dann schauen wir uns auch hier mal das Unternehmen an, wie es bewertet ist. Wie gesagt, davor, der GM Smoker war ja mit ca. 60% unterbewertet. Schauen wir uns mal, wie Verizon bewertet ist. So, dann schauen wir uns mal den aktuellen Stand oder mal 2018 an. Da sehen wir, den fairen Wert liegt bei 75 US-Dollar und der Kurs ist bei 52 US-Dollar. Also sehen wir hier auch eine circa 30-prozentige Unterbewertung. Also auch sehr interessant. Wenn man sich jetzt das Jahr danach, 2019, anschaut, dann steht hier ein fairer Wert bei 81. So, und dann rutscht er wieder auf 66 immer noch ab, aber dennoch liegen wir bei circa einem Kurs von 53, 54 US-Dollar immer noch unter, also unter dem fairen Wert. Also auch ein sehr interessanter Wert. Ich persönlich werde mir den wahrscheinlich ins Depot legen, da er unter 50 Euro ist, und unter 50 Euro finde ich ihn doch schon recht günstig. Wie gesagt, also ich finde ihn, der ist circa 20, 30, 35% unterbewertet. Und ich glaube, der CR-Kurs liegt in Euro bei 47 Euro und finde ich halt sehr interessant bei 47 Euro. Ich muss mal schauen, wann ich mir den genau ins Depot lege, ob es jetzt im Februar ist oder halt vielleicht am Ende Februar. Das wird sich dann halt ergeben. Aber auch ein sehr interessanter Wert, was derzeit unterbewertet ist. Und da kann man sich auch mal überlegen, ob sich nicht jetzt doch ein Einstieg lohnen würde. Ja, das war das dritte Unternehmen. Jetzt kommen wir zum letzten Unternehmen, das vierte Unternehmen. Ja, das vierte Unternehmen, das ist wieder eine ganz andere Branche. Das ist ein Ride, und zwar aus der Hotelbranche. Also das ist Pebblebrook Hotel Trust. Wie gesagt, das ist ein Ride. Und im Portfolio hat er halt mehrere Hotels. Da können wir uns auch mal die Seite mal vom Unternehmen anschauen. Das habe ich mal hier vorne mal aufgerufen. Jetzt mal ein bisschen größer. Da sehen wir, dass das Portfolio aus mehreren luxuriösen Hotels besteht, und die Hotels sind meistens an den Küsten, wie man hier halt sehen kann. Die blauen Punkte, die sind fast an den Küsten halt vertreten. So, schauen wir uns einfach mal spontan mal einfach mal ein Unternehmen, ein Hotel mal an. Das ist hier Clifton the George. Ist also ein neues Hotel, was sie haben, seit 2018, November 2018 im Portfolio enthalten. Also, wie gesagt, Räume sind hier zum Beispiel 139 Räume, 2000 Quadratmeter. Also ein neues Hotel, was sie in ihrem Portfolio haben. Das war, glaube ich, in Washington, ne? Genau. Und dann haben wir hier noch ein anderes in Washington. Ist auch ein neues, wie man sieht, das ist auch ein neues im Portfolio. Ein interessantes Unternehmen. Das sieht, also Hotel, schickes Hotel. Ja, das sind halt die quasi, also ein Hotel-Ride, kann man sagen. Habe ich ja schon mal vorgestellt in den letzten Mal, in dem letzten Video, was ich auch sehr interessant finde, und ist wie gesagt eine andere Branche. So, schauen wir uns auch hier mal die Daten an. Auch sehr gesund aufgestellt, wie man sehen kann. Also Potenzial nach, also das wird nicht aus der Reserve die Dividende bezahlt, sondern wirklich, es wird erwirtschaftet und dann halt ausbezahlt. Wenn man sieht, zum Beispiel jetzt der letzte Stand war die Dividende bei 1,52 Euro. Und das Ganze haben die eingenommen, 3,20 Dollar, also ist immer noch ordentliche Luft, also halt wird nicht aus den Reserven bezahlt. Das ist immer mal sehr wichtig. Ja, auch Umsatz ist in Ordnung. Die haben jetzt natürlich einen anderen Hotelanbieter aufgekauft und dementsprechend wird wahrscheinlich jetzt die nächsten Monate, Jahre der Umsatz halt natürlich extrem ansteigen. Das sieht man auch hier in der Prognose. Wird halt angehoben.
So, dann schauen wir uns hier mal an, wie ist die Bewertung. Und die Bewertung war auch eigentlich recht günstig. Wir stehen hier bei einem fairen Wert von 95 US-Dollar und der jetzige Kurs beläuft sich auf ca. 32 US-Dollar. Also doch relativ gute Bewertung, also extrem unterbewertet. Was natürlich auch sich jetzt natürlich mal die Frage stellen würde, ob man da jetzt einsteigen könnte. Also, das waren jetzt vier interessante Unternehmen, die drei davon extrem unterbewertet waren, wo man sich wirklich die Frage stellen kann, ob sich jetzt ein Einstieg lohnen würde. Das muss sich natürlich jeder für sich selber tun. Wir sind ja, wie gesagt, alle erwachsen und haben einen eigenen Kopf und deswegen muss sich natürlich jeder für sich selber überlegen, ob sich das einer von den Unternehmen für sein Depot halt in Frage kommt. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen würden. Bis dahin, tschüss.